Mag vielleicht der Markus diesmal anmoderieren? Kann er machen, dann gib mir einen Countdown. Ja, wir sind schon drin. Ach so, ja dann ja. In diesem Sinne, Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nordzeitalter und bei MechWarrior 5 Mercenaries. Da vorne vor mir, was ihr nicht seht, weil wir nehmen ja aus Svens Perspektive auf, steht der Sven. Ja, hallo. Und der ist gleichzeitig über mir im Bilde. Genau, hallo. Ich bin der Kommandant und unter mir sitzt der stellvertretende Kommandant. Und über uns sitzt dann bestimmt auch gleich wieder, wenn er sich zurückmeldet, unser Freizeitoffizier, der Ben, der auch immer noch mit Diablo beschäftigt ist. Denn anscheinend sind die Beta-Server auch noch ein bisschen offen. Ja, da wird jede Minute weggezogen, so hier irgendwie ich propagiere jetzt hier nicht irgendwie bestimmte weiße Pulver, die man sich durch den Riechkolben zieht, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. So, aber wir wollen hier noch ein paar coole Missionen machen. Wir machen direkt das Attentat auf Stufe 14. Die einfacheren Sachen sind wohl weg. Ja, die haben wir zu lange gewartet. Ist reduziert, ist Schneesturm. Nee, wir sind ja diesmal in das 14er Gebiet gesprungen. Stimmt. Und zwar ein Attentat. Die Liste unserer Feinde ist lang. Tatsächlich haben wir so viele Ziele und Kopfgelder, dass wir gerne dazu bereit sind, Söldnertruppen für alle bestätigten getöteten Gegner zu bezahlen, um die Liste zu kürzen. Sehr schön. Wir können den Piraten wieder eins ausschmieren. Ja, sehr geil. Siehst du, bleibt mir schon direkt die Spucke weg. Ja, sehr geil. Lass machen. Okay. Da haben wir auch eine Menge Punkte, mein Freund. Wir können 7 Verhandlungspunkte reinwerfen. Und wir wären vielleicht sogar bei 8, wenn wir nicht gerade eben Haus Davion den Kaffee weggenommen hätten in der letzten Mission. Verdammt. Also in der letzten Ausnahme. Dann wird es ja Zeit, dass wir uns hier wieder jetzt unsere Stimmung zurückverdienen. Genau. Wie viele Punkte haben wir? Ja. Oh, pass mal auf. Wir nehmen 3-mal Geld. Das sind 1,6 Mille. 3-mal Bergungsanteile. Und 1-mal Schadensdeckung. Alles mit plus 25%. Bedeutet, das geht richtig. Das kriegt richtig Asche. Das machen wir. Ja. Das machen wir. Das passt mir. Und denk dran, wir haben Schneesturm. Das heißt, die Infrarotsicht könnte gut funktionieren. Ja. Ja. So. Ja, immer noch total gut. Ich bin in Vorbereitung und warte aber auf andere Spiele, obwohl bei Markus schon ein Haken ist. Juhu, ja. Dieses Spiel, konsistent. So, ja, dann gehen wir hier direkt auf die, ich glaube, ich brauche ein weiteres Stream Deck. Tatsächlich könntest du ein Stream Deck als Seitennavigation von weiteres Stream Deck verwenden. Das ist ziemlich lustig. Ja, das funktioniert. Aber ich dachte eigentlich eher an sowas wie nur fürs MechWarrior spielen, einfach mal schnell ein paar Knöpfe belegen. Auch nicht schlecht. Gefällt mir. Okay. Also ich glaube, Hitzesicht brauchen wir nicht. Also tatsächlich so irgendwie in Kombination mit Joystick und so, wobei so viele Knöpfe hat MechWarrior nicht, dass es sich lohnen würde, also. Das ist korrekt. So, dann gehen wir da. Also die drei Knöpfe, die du irgendwie neben einem Standard-Joystick noch irgendwie zusätzlich brauchen würdest, da würde auch das Stream Deck Mini reichen. Ja, das stimmt. Na, obwohl mit den kleinen Mods, die wir drauf haben, gehen ja noch ein paar Knöpfchen mehr. Centurion. Au. Mist. Okay. Wir sind ein bisschen viel Türme und ein bisschen viel Panzer. Nein! Okay, erster Turm weg. Und der Centurion hat sich auf mich eingeschossen. Und da ist der Centurion raus. Halt, nein, Mist. Okay, hier ist noch eine Loot Crate.
So. Die holen wir mal. Damit sind wir auch wieder aufmunitioniert. Sehr gut. Und eine LSR 5 Streak, Level 2. Ja, wir müssen hier, glaube ich, links rum. Nee. Was war nochmal für Karte? Hab's mir nicht gemerkt. B. Ach, B. Genau, B wie Karte. Nee, wir müssen umdrehen. Wir müssen oh ja, oh mein Gott, ey, das ist doch... Ja, wir brauchen... Ich glaube, wir werden mal More Biomes mal installieren. Ah, Mist, okay. Achtung, da sind auch noch Türme. Keine, die schießen. Doch, da, auf der anderen Seite natürlich. Wie immer so. Im Rücken. Ja, genau, den habe ich gerade eben beschossen. Danke. Meine Panzerung sieht nicht mehr ganz so gut aus. Bin nämlich voll reingerannt. Du musst ja aber auch wirklich immer mit dem Kopf durch die Wand. So. Okay. Ich schick dir mal gerade die beiden NPCs als Verstärkung mal mit nach vorne. Dass die sich ein bisschen schneller bewegen. Ich laufe gerade extra ein bisschen langsamer, damit ihr aufholen könnt. Ja. F2. Okay, SM60. Ist hinüber, davon kommt ein Mech an. Phoenix Hawk. Ah, Mist. Das ist er. Das heißt, wir könnten vielleicht diesmal ein bisschen Centurion-Goodies einkaufen. Pass auf, da hier hinten sind noch... Ja, ich muss mich nur gerade mal, weil sonst keiner tut, um die Geschütztürme da hinten kümmern, weil grade? Die schießen mir gerade den Rücken. Nice. Da hinten ist schon wieder Locus. So, okay. Okay, bin ich versehentlich draufgetreten, sowas aber auch. Okay, ich glaube, wir müssen noch zum nächsten Teil. Ja, wir müssen noch unten links. Genau. Da müssen wir immer noch hin. Gute Nacht, Einhornpower. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein rechter Arm ist ganz schön... Hat der Ausschlag? Ja. Das ist halt meine AK-10 Burstfire. Hunchback. Die Large Laser Variante. Da kommt noch ein Kommando angescheißert. Okay, ich versuche ihn gerade mit Artillerie ordentlich zu kriegen. Achtung, ein Turm. Turm ist weg. Ich nehme den zweiten Mech. Au. 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 Das hat mich mein Bein gekostet.
Shit. Hunchback down. Evac Point. Ah! Okay, Evac Point. Wo ist der Evac Point? 1000 Meter in die Richtung, dass wir gekommen sind. Okay. Ich habe ein Beinwein weniger. Das ist schlecht. Ich habe kein Bein in dieser Welt. Kein Bein. Mein Center-Torso ist kritisch. Mein Center-Torso ist kritisch. Und wir haben Jenner unten und Gegner, die um die Ecke kommen. Ja, mich wird's gleich legen. Jenner ist down. Okay. Panzer ist down. Okay. Okay, unsere Unterstützung kommt. Dann beweg dich mal vorwärts. Ich habe die beiden Lance-Camps da. So, und wir machen die Camps. Ich bin schon direkt neben dem Schiff, also ich kann direkt in die Zone gehen. Ja, geh in die Zone. Geht noch, ich würde gerne ein Baguette geben. Baguette? Baguette-Böden. Und kriegen wir das noch? Schade, da ist nämlich gerade ein Payload noch aufgetaut, dass ich noch eintüten wollte. Ah, Mist. Hat nicht geklappt. Okay, naja. So, aber wir haben ja ganz gut Altmetall produziert. Mal gucken, was dabei rauskommt. Mhm. So. 1,9 Millionen und eine LRM5 Stream. Ja, aber die erlittenen Schäden sind halt bei 1,8. 1,3. Ja. Aber Sven. Ja. Sven. Ja. Für 20 Punkte. Und wir haben 25. Ja, ja. Kannst du den Centurion tüten? Das machen wir. Oder alternative 18, den Hunchback. Den Hunchback mit seinen 50, die Large Laser Variante. Ah. Warte mal. Entscheidung. Ja, Entscheidungen über Entscheidungen. Was hat denn der Centurion an Waffen? Der Centurion kommt mit einer. Das ist die AK-20 Variante! Okay, ich glaube. AK-20 und eine LSR-10. Dann würde ich auch sagen, machen wir doch einfach den Centurion und für die restlichen 5 nehmen wir noch die Parts für den Phoenix Hawk. Für den Phoenix Hawk noch? Oder? Okay. Dann müsste das auch klappen. Nee. Oder verwechsel ich für Phoenix was. Hawk haben wir 0. Oh. Wir haben für keinen der gesalvagten Teile haben wir gerade einen Mech. Dann also nein, und für mach keinen halt der Mechs, die hier sind. Wir nehmen hier okay, mal die KSAs mit, die Stufe 1 AK-10 KSAs. Munition? AK-10 Munition ist korrekt. Und wir könnten hier auch eine Standard AK-10 mitnehmen und dafür hier eine KSR weniger mitnehmen. Ja. Okay. Denk dran, eine AK-20 müssen wir erst wieder kaufen. Die ist kaputt im Centurion. Irgendwas ist ja immer. Oder wir konfigurieren den um. Oder wir konfigurieren den um auf eine AK-10-Variante. Ich habe eine AK-10. Auch eine Möglichkeit. Burstfire. Oh, guck dir mal an, was ich für Schaden produziert habe. Okay. Oh, guck und mal, ich bin gar nicht der. Alter, was hat denn der Blackjack eingesteckt? Und dem gibt's nur noch eine Seite. Ich wollte gerade sagen, der ist nur zur Hälfte zurückgekommen. Okay, dann kümmert sich der Markus mal um die Reparatur. Der Sven schaut sich den Centurion an. Und wird hier mal auf Repair All gehen. Die AK-10 hier rauswerfen. Dann gibt er ihm eine AK-10 Burstfire hier rein. Oder soll ich deinen Centurion trotzdem reparieren? Oder? Ja, mach das. Und du kriegst dann gleich den neuen AK-10. Den AK-10 Burstfire Centurion. Ich bin eigentlich gerade mit meinem Laser-Skalpell eigentlich sehr zufrieden. Okay. Nimm doch AK-47, oh Gott, Xenum. Grüß dich erstmal und schön, dass du da bist.
10 Tonnen, 5 Tonnen. Kriegen wir die 5 Tonnen noch irgendwie hier raus? Nein. Nein, kriegen wir nicht. Bedeutet, dem könnten wir tatsächlich Max Armor geben. Alpha Damage, no Melee. Ja, natürlich hat er 8 Punkte jetzt weniger. Mhm. Hm. Was haben wir denn hier noch für Engines? Eine 210er, 9 Tonnen. 8,5 Tonnen. Okay. Das heißt, jetzt kann ich den hier schon mal in Auftrag geben. Weapons missing for ammo. Ach so. Ah, AK-20 Munition, klar. Das heißt, hier muss jetzt AK-10 Muni rein. Munition? Munition? AK-10 Munition. Toll, haben wir nur einmal. Mist. Mutu kaufen. Halt, kannst. Doch, warte mal. Market. Die haben keine AK-10 Munition hier. Boah, Alter, das ist ja hier. Was haben die denn überhaupt? Mangelwirtschaft. Mangelwirtschaft. Ja, sowas. Okay. AK-10 Munition. Einmal ist natürlich jetzt nicht das Beste. Aber gut, wir maxen die Armor nochmal. Nee. Nee, das tun wir nicht. 2. 1, 2. 1, 2. Mm. So. Und dann kriegt ihr hier noch einen. Hallo? Noch einen Wärmetauscher rein. Ja. Genau. Okay. Okay, okay, okay. Damit geben wir ihn so in Auftrag. 1,4 Mille, um den ganz zu machen. Und dann könnten wir tatsächlich den Panther rausnehmen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Oh, das sind einfach mal, das sind halt einfach mal 15 Tonnen mehr auf dem Schlachtfeld. Richtig. Und vielleicht geht er auch irgendwie dann diesmal nicht mehr so ganz zur Hälfte nach Hause. Nein, das war der Blackjack. Ach so. Ja. Ja. Mhm. Okay, damit gehen wir auf Home. Und wir machen hier mal kurz. Ja, wir machen den Zahltag. Sehr gut. Hunter, Blackjack, der Centurion A, der Centurion AH. Schon wieder nur 5,8 Mille, also irgendwie ist es so. So. Ja, wir leben am Limit. Ja. Also irgendwie so. Die Kohle ist so wirklich groß anhäufen ist nicht. Also wir haben immer wieder laufende Ausgaben. Bei einem Battlemag von laufenden Ausgaben zu sprechen, finde ich an der Stelle übrigens doppelt witzig. Ja. Okay, pass mal auf. Wir machen jetzt als erstes die Mission Vorsichtstufe. Das ist ein Überfall. Unser Geheimdienst hat eine Schwäche in der gegnerischen Patrouillenroute entdeckt. Wir möchten, dass du daran vorbeischlüpfst, etwas wertvolle Infrastruktur zerstörst und abhaust. Es wird ein Segen sein, den wir brauchen, um den stagnierenden Konfliktzustand auf diesem Planeten zu durchbrechen. Und danach machen wir nämlich den Davion-Auftrag, der genau gegen die Fraktion geht. Alles klar, läuft, mach. So. Auch 7 Pünktchen. Schadensabdeckung. Einmal. Die 2 Bergungsteile auf Max. Kohle einmal mehr. Und wollen wir nochmal eine. Ja, komm, wir nehmen mal 800.000 an Schadensabdeckung. Komm. Ja, für die NPC ist das vielleicht ganz hilfreich. Ja, es sind nur die NPCs. Es ist ja nicht, dass der Sven auch mal ein Bein verliert. So. Bestätigen. Jetzt werden wir hier den Panther austauschen gegen den. Centurion AH hier. Ich bin nur AFK. Den muss der Markus natürlich noch bemalen. So. Und, ach stimmt, ich habe ja theoretisch noch die M-Laser drin. Ja, das hätten wir natürlich ja auch machen können. Mist. Was jetzt? Nochmal abbrechen? Naja, nö. Wir sind bereit. Wir ziehen das jetzt durch.
ich musste eh gucken, ob der Platz für, also weil das ist ja eine A-Variante, nee, die AH-Variante, ob der überhaupt Energieslots hat. Okay, das heißt zuerst zu dem 2-2. Oh, was schießt denn hier schon wieder? Türmchen. Oh, sehr schön. Hat mir auch direkt hier irgendwie schon irgendwie mal das Bein angekrogelt, die Sau. Mhm. Dann loote er mal. Und, hast du auch gesammelt? Ja, ja. Ja, okay. Okay. Sehr schön. Oh, jetzt kommen hier halt auch gleich mehrere LRM Salven auf Hallo, ferne Moria. Gegner. Und Danke. Damit ein herzliches Hallo, Promoria. Schön, dass du da bist. Oh, da ist direkt nochmal was. Holst du das? Ja. Okay, holte. Ja, war ein Ammo-Restock. Sehr schön. So. Markus, denk dran. Maximalgeschwindigkeit 58. Nee. Nee. Türmchen ist platt. Nein, du schießt mir nicht auf den Markus. Alter, was hier die Gegner mit Türmen gepflastert haben. Mhm. Ja, deswegen patrouilliert hier halt nichts, ne? Ja. Das wird ihr Fehler sein. Manticore-Panzer. Ist weg und Achtung, da vorne nicht. Ist ein Kommando. Dem Licht folgen. Steht er mir einfach mitten im Weg. Achtung, da kommen die nächsten Mechs. Ja, ein Zikada. Au. Oh. Ich kümmere mich kurz um die Panzer. Okay. Zikada ist um. Panzer ist noch nicht weg. Da ist auch noch ein Turm. Okay. War ein Turm. Okay, mein Panzerarm hat ein bisschen was eingesteckt. Ah, okay, ich hol das Ding. Den Loot. So. Okay. Man muss doch irgendwie gehen, da hier die Wand wegzureißen. Was ist denn hier hinter uns? Ah, Panzer. Türme? Nein, Panzer.
Okay, wir müssen da irgendwie reinkommen. Ah, okay, okay. Bist du das? Okay, zerstört. Sehr schön. Hat er fein gemacht, der Markus. Jupp. So. Haben wir doch mal hier ordentlich, Bärwoch gemacht, oder? Bisher sieht das ganz gut aus. Aber wo ist Kehrwoche? Da kommt ein Mac. Ich sehe den Mech noch nicht. Was? Er ist irgendwie um die Mauer herum. Da war nochmal. Ah, toll. Das war ein Kopftreffer. Fuck, er ist hier direkt vor mir. Das ist ein Urban Mech. Der wird zumindest gut geschrotet. Okay, hier ist noch... Okay, Turm ist weg. Einer. Irgendwo hinter uns ist noch was. Nein, da war ein... Da war noch ein Helikopter. Ach ja. Okay. Mac. Mech hinter Panther. Uns, genau. Oh, Mist, PPK. Nice, sehr gut. Okay, und auf zurück zum Landepunkt. Ja, ausgezeichnet. Mal gucken, ob noch was kommt oder ob wir sie haben. Nee, da drüben ist noch ein... Ist noch ein Panzer. Jawohl, schön. Da ist der nächste Panzer. Das war mal ein Panzer. Oh. Okay, hat doch geklappt. 14er Mission, die geklappt hat. Ja. Ja. Ich glaube, wir werden langsam professionell. Schadenstechnik ist auch nicht so schlimm, tatsächlich. Mhm. Ja, sieht gut aus. So, guten Tag, die Herren. Was haben wir denn heute kassiert? So. Danke fürs Aufmerksam machen, Mario. So. 1,24 Kühlchen, 100 Reputation. Boah, ja. Und ist ja klar, ne? In dem Moment, wo wir dann mal auf 800.000 an Schadensersatz gegangen sind, ne? Haben wir 99.000 Schaden. Sven? Ja. Panther ist jetzt nicht so wild, ne? Naja, ist halt ein PPK-Mech, ne? Also PPK bei für 35 Tonnen. Der schnell ist und springen kann. Ja, aber guck mal, die PPK da unten gibt's einzeln. Ja. Das ist sogar eine Einser. Die nehmen wir direkt mal mit. Die zwei M-Laser nehmen wir mal mit. Ja, und ansonsten ist hier unten irgendwie. Unten ist noch ein Heatsink. Oh ja, haben wir keine mehr auf Lager. Wir haben keine mehr auf Lager. Hammer. Und dann nehmen wir noch für 7 Punkte den Kommando mit zum Verkaufen. Ja. Ja, 8 LSR. Okay. Im Rest kann man auch irgendwas salvagen. Ein Zikada vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Von nichts haben wir was. Okay, ja, dann keine Ahnung, irgendwas halt. Ja, dann nehmen wir hier noch den 1er Flamer mit, da haben wir mittlerweile 6 Stück von. Okay. Judy, continue. Oh. Was denn? Oh. Hoch, was habe ich denn gerade verpasst? Mein Pilot hat reduces the chance of overheating while increasing equipment cooldown times. Okay. Hast du gekriegt. Okay. So, das heißt, wir gehen mal hier auf Equipment. Wir gucken mal hier. Wir kaufen hier mal die zwei Wärmetauscher.
Und wir gucken mal, es gibt nur eine 260er Engine. Was Sven hat diesmal tatsächlich die meisten Max zerlegt. Eine 10er? Ja. Ich werde ja auch wieder okay. So. Die zwei Centurions, die beiden Blackjacks bleiben. Der Zikada bleibt. Den Kommando, ja, den kriegen wir hier für 400.000, fast 500.000 verkauft. Den Javelin behalten wir, den Jenner behalten wir. Den Hunter behalten wir. Ja, okay, wir müssen hier auch wieder raus. Damit wir hier Mechs ordentlich verkaufen können, müssen wir hier auch wieder raus. Ja. Oh, okay. Equipment? Ja, und da sind wir dann tatsächlich schon wieder am Ende einer Folge. Das ging wieder schnell, ne? Ja, das ging wieder schnell. Wahnsinnig schnell. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven. Macht's gut. Ciao. Tschüss.